Herzlich willkommen zu einer neuen Katzenvermittlung. Wie immer bei uns aus dem Tierheim mit einer gut gelaunten Silke. Und auch ich bin gut gelaunt. Ja. Wir fangen auch gleich an. Und zwar mit dem Gulliver. Der Gulliver ist 2007 geboren, also 14 Jahre alt, schwarz mit weißen Abzeichnungen und seit Juni bei uns im Tierheim. Genau. Und der Gulliver hätte gerne eine Wohnungshaltung mit abgesicherten Balkon. Und er ist schon eher eine Einzelkatze. Ja. Der ist freundlich, der ist anhänglich, der ist, man sieht es auch anhand der Bilder, sehr verschmust. Ja, der ist wirklich herzallerliebst, also der ist ganz bezaubernd. Der kriecht geradezu in einen rein beim Kuscheln. Ja. Wir suchen für den Gulliver ein ruhiges Zuhause und keine kleinen Kinder. Genau. Er hat natürlich schon altersbedingte Zipperlein, ne? Und er schläft auch gerne und auch mal länger und so. Und er hat eine Schilddrüsenüberfunktion. Da bekommt er jetzt zweimal täglich eine Tablette. Die nimmt er aber auch gut. In einem, die Leckerlis rein, ne? Genau, in so ein Leckerli. Und ja, und dann ist der ist wirklich so ausgeglichen und so süß. Der will so seinen Menschen und den möchte er gar nicht mehr loslassen. Ja, das hat man ja anhand der Bilder nun auch gerade eben gesehen. Mhm. Auch als wir die Kuschelaufnahmen gemacht haben, der Gulliver ist wirklich absolut sowas extrem Schmusiges. Süß, ne? Süß, ganz süß. Sofern Interesse an Gulliver, setzt euch mit uns in Verbindung. Es folgen Heliako und Hades. Beide sind bei uns im Tierheim geboren und dann wissen wir auch natürlich genau wann, am 2. Mai diesen Jahres. Beide sind schwarz mit weißen Abzeichen und der Hades hat so einen weißen Nasenstrich. Genau. Ja, und die Jungs kommen halt oder die stammen von einem, ich sag mal, scheuen Muttertier. Die ist halt ja, an so einer Futterstelle aufgetaucht und konnte dann eingefangen werden, sodass sie dann hier halt auch ihre Kinder zur Welt bringen durfte und die versorgen konnte. Ne? Mhm. Die sind ja beide noch recht scheu, lassen sich aber schon bestechen. Ja. Dann kann man auch mal so ein bisschen, aber man muss denen auf jeden Fall Zeit lassen. Genau. Wir denken aber, dass auch die Jungs mit einer reinen Wohnungshaltung mit abgesicherten Balkon zurechtkämen. Weil die beiden gibt es nur im Doppelpack. Ja. Die möchten auch unbedingt zusammenbleiben. Genau, denn die beiden kennen halt nichts, außer halt hier den Tierheim-Alltag. Und die erschrecken eben noch recht schnell. Und sobald neue Situationen kommen, sind sie halt auch völlig überfordert. So, ne? Und sind. Wir brauchen halt wirklich eine lange Eingewöhnung. Eine längere. Eine lange würde ich nicht sagen, aber eine längere Eingewöhnungszeit. Genau. Ansonsten sind sie aber total verspielt und lebendig und sie sind halt auch schon so neugierig. Ne? Und sie wollen auch. Ne? Möchten noch nicht auf den Arm, das ist so. Genau. Oder ständig beherzt werden. Ja, genau, so mal so auf dem Arm und so bepuschelt werden, das nicht. Also man kann sie streicheln bei Vertrauen, aber wie gesagt, sie erschrecken halt dann doch sehr schnell, machen dann die Viere von sich. Es sollten auf jeden Fall katzenerfahrene Halter sein. Genau. Und ältere Kinder wären natürlich auch okay. Ja, genau. Kleines Aber gibt es ja. Ja, also die hatten halt alle also eine Virusinfektion und haben halt einen Herpesvirus in den Augen zurückbehalten. Das heißt, sie neigen eben auch mal zu Bindehautentzündungen, sodass sie vielleicht auch gegebenenfalls mal Augensalbe bräuchten. Das ist aber nicht ansteckend für den Menschen. Und es muss nicht heißen, das, ne? Muss man immer dazu sagen. Ne? Ja. Ganz wichtig. Sie sind wieder, oh Gott, da ist irgendwas und das bei Jungkatzen. Ja. Muss nicht, selber, kann sein, wir sagen es halt. Genau. Heliako und Hades, beide im Mai geboren. Jungkatzen, beide zusammen, Wohnung und Balkon. Wird ganz häufig gefragt, vielleicht sind genau die beiden das Richtige für euch. Sofern ja, anrufen. Zwischendurch die Katzen, die aufgrund der Katzenvermittlung im Vormonat oder einer älteren Katzenvermittlung ein neues Zuhause gefunden haben. Ich zeige es euch jetzt mal. Und zwar unser verschmuster Diabeteskater Elmar hat ein neues Zuhause gefunden.
Das freut uns natürlich riesig. Mhm. Die tolle Sicilia hat ein neues Zuhause gefunden. Und der freundliche Klaas. Außerdem, aufgrund einer älteren Katzenvermittlung, und zwar von August, September 2020, also vor einem Jahr, haben wir euch die eigenständige Ida vorgestellt. Auch die hat ein neues Zuhause gefunden, freut uns riesig. Und allen Haltern mit ihren Katzen wünschen wir natürlich auch viele schöne gemeinsame Jahre. Und die Silke zeigt euch jetzt nochmal einige Katzen, die aufgrund der Katzenvermittlung von Vormonat ein neues Zuhause nicht gefunden haben. Aber auch die werden ihre Menschen finden, da bin ich mir ganz sicher. Und zwar warten noch die schüchterne Lissy, das propere, aber bezaubernde Pärchen Naranji und Nathan und der sensible Senior Nero, der wartet auch noch. Also guckt euch unbedingt die Katzenvermittlung vom Vormonat nochmal an. So sieht das aus. Mit einer Schildpatte geht es weiter, und zwar der Malea. Die Malea ist 2014 geboren. Ja, die hatten wir ja nun schon mal vor der Kamera, um genau zu sein, im Juli, August 2020. Ja. Und es ist echt ein Sorgenkind. Ja, muss man so sagen. Sie ist jetzt wieder im Tierheim seit dem Januar 2020. Sie kam damals aus einer Vermittlung zurück wegen Unsauberkeit. Dann haben wir sie ja auch gedreht. Aber es ist halt doch noch was dazugekommen und deswegen stellen wir sie euch jetzt noch mal vor. Und sie liegt uns doch so sehr am Herzen. Genau, die ist ja anfangs sehr schüchtern und sehr zurückhaltend. Aber Vertrauen, und das sieht man auch gerade in den Bildern, als wir die Kuschelaufnahmen gemacht haben, war sie dann auch sehr verschmust. Ja, total. Absolut. Ja. Und auch anhänglich. Also sie taut schon relativ schnell aus. Ja. Aber es ist halt ein sensibles Mädchen. Genau. Jetzt kommt mal wieder ein Flieger, aber der ist schnell vorbei. ja, und sie hat auch immer noch ganz seidenweiches Fell. Und ja, wir hatten das damals ja schon gesagt, dass sie Harnsteine hatte und deswegen ein Spezialfutter braucht. Aber leider kam inzwischen heraus, dass sie auch an einer Epilepsie leidet. Das heißt, sie bekommt jetzt zweimal täglich Tabletten und ist aber gut eingestellt. Wir haben ja auch damals gesagt, dass sie ja, unsauber ist, weil ne, dass halt man ab und zu Kot irgendwo entdeckt. Das ist jetzt tatsächlich kaum noch der Fall. Also ab und zu findet man vielleicht mal so einen Köttel irgendwie im Bad oder so, ne, dass er den verliert. Aber sie ist für uns ganz klar, sie ist ein Sorgenkind. Ja. Ein großes Sorgenkind, und deshalb suchen wir erfahrene Katzenfreunde. Ja. Ganz klar, mit viel Zeit, Geduld und mit einem ganz großen Herzen. Ja, denn Malea fordert trotzdem einen gesicherten Freigang ein. Und das macht ja die Vermittlung nicht gerade einfacher. Aber wir sind frohen Mutes und wir glauben einfach, dass wir das gemeinsam schaffen. Wir schaffen das für Sie, den richtigen Menschen zu finden. Also wäre es ganz toll, wenn ihr diese Katzenvermittlung teilt, vielleicht auch Katzenfreunden mitteilt. Hier, guck mal, da im Tierheim Hannover ist eine Malea und die suchen dringend ein neues Zuhause. Ja. Vielleicht finden wir damit den passenden Menschen. Liegt uns sehr am Herzen, genau. Die Malea. Ja. Weil es ist eine tolle Katze. Ja, und sie ist schon so lange da. Zu lange. Ja. Malea. Fritzi und Miezi suchen ein neues Zuhause und das nur zusammen. Fritzi, der Kater, Grauer Tiger, ist 2006 geboren. Und Miezi, die Katzendame, ist 2007, ein Jahr später geboren. Grau getigert, weiß und roten Abzeichnungen. Die sind seit Juni bei uns im Tierheim, weil die Halterin verstorben ist. Ja, und die beiden möchten schon einen Garten haben oder so einen sicheren Freigang halt. Das sind sie gewohnt und das möchten sie gerne wieder haben. Miezi wirkt am Anfang recht zurückhaltend,
entpuppt sich dann aber nach kurzer Eingewöhnung eigentlich als echte Schmusekatze. Ne? Man sieht das auch gerade an den Bildern, das hat auch ganz gut geklappt. Und die genießt dann auch die Streicheleinheiten und kann gar nicht genug davon bekommen. Ja. Mietze hat bereits erhöhte Nierenwerte und deswegen bekommt sie Nieren-Diätfutter. Das schmeckt ihr aber auch gut. Wunderbar. Mhm. Und bei Fritzi ist genauso anhänglich und verschmust, auch da sieht man das gerade. Ist aber offener, ist auch neugieriger. Ja, wobei er ja ein bisschen gebraucht hatte bei dir am Anfang. Ne? Aber auch er ist wirklich ein süßer Kerl und schmusig. Aber der erkundet halt eben auch gerne mal seine Umgebung, ne? Und muss das erstmal abchecken. Ja, genau. Der hat Insuffizienz, vielleicht kannst du noch was dazu sagen. Genau, also er hat halt eine Herzerkrankung und bekommt deshalb zweimal täglich Tabletten. Die nimmt er aber auch problemlos übers Futter. Also Essen mögen sie gerne. Wir suchen für die beiden Senioren, da sind sie ja beide, Fritzi 15 Jahre alt, Mietze 14 Jahre, ruhige Katzenfreunde, die den beiden einen gemütlichen und liebevollen Lebensabend schenken möchten, voller Streicheleinheiten. Ganz wichtig. Genau, ne, weil das möchten sie wieder haben und dann kriegt man auch wirklich ein Traumpärchen. Fritzi und Mietze warten auf ein neues Zuhause. Sofern Interesse, setzt euch bitte mit uns in Verbindung. Im Juli diesen Jahres hat die Nicole mit ihrem Kalito und Pete am Animonda-Gewinnspiel teilgenommen und haben Katzenfutter im Wert von 100 Euro gewonnen. Und sie schreibt dazu, zu diesem wunderbaren Bild: Liebes Tierheim Hannover, erfreulicherweise war ich ja die letzte Gewinnerin des Gewinnspiels von Animonda. Heute kam das Paket mit den tollen Produkten an. Wir haben uns sehr darüber gefreut. Vielen Dank nochmal. Wir sagen danke, auch ihr könnt Katzenfutter im Wert von 100 Euro gewinnen, sofern ihr denn am Gewinnspiel teilnehmt. Wir zeigen euch erst einmal einige Einsendungen von diesem Monat. Ich fange auch mal an. Und zwar den Anfang macht die Katze Zipfel mit Herrchen Thomas aus Friedrichskoog. Ja, und Kater Filou hat seinen Zweitwohnsitz bei Nicole in Unterfranken. Das Kater Dreamteam Mikesh und Freddy wohnen bei Frauchen Sarah bei uns um die Ecke in Langenhagen. Und aus dem hohen Norden sind Jutta und Arno mit Fritzi dabei. Ich habe die Dominik mit Bailey und Cooper und die schauen uns aus Berlin zu. Und Familienkatze Hilde lebt in Bremen bei Frauchen Antonia. Zur Teilnahme am Gewinnspiel haben sich Greta und Ini, ihr Frauchen Simone aus Seelze, überredet. Hat geklappt. Und last but not least machen Jennifer und Matthias mit den Katzen Emily und Fiona aus Mormerland mit. Wunderbar. So, jetzt mische ich aber mal. Du misch und ich schnell die Regeln. Ihr könnt hochwertiges Katzenfutter dank unseres Sponsors Animonda gewinnen, sofern ihr denn beim Gewinnspiel teilnehmt. Dafür schickt ihr ein oder mehrere Fotos, gerne auch einen kurzen Clip, an gewinnspiel@tierheim-hannover.de. Ihr müsst natürlich auch auf einem Foto, mindestens auf einem Foto drauf sein. Und dann könnt ihr unter Umständen und den Satz vervollständigen. Ich gucke Tierheim TV, weil. Und dann könnt ihr eventuell gewinnen. So, du hast. Ja, gut, ich nehme hier so mitten aus der Mitte. So, da haben wir den oder die Gewinnerin. Gewonnen hat die Jennifer und ihr Matthias aus Mormerland. Ja, wer ist jetzt was? Weiß ich nicht genau, aber gut. Jennifer und Matthias aus Mormerland. Das sind okay. Die Heiter, gib her. Meinst du? Ja. Sie gucken Tierheim TV, weil? Ja, weil wir eure Art und Weise der Tiervorstellung super finden, da jedes Detail ausgesprochen wird. Positiv wie negativ. Das ist aber nicht der einzige Grund, denn eventuell finden wir ja noch einen passenden Kumpel für unsere zwei Mädels, die da heißen. Die da heißen Emily und Fiona. Na bitte. Hammer doch. Herzlichen Glückwunsch. Und Animonda setze ich mit euch, Jennifer und Matthias, in Verbindung, damit das Katzenfutter direkt auf eure beiden Katzen Emily und Fiona abgestimmt wird. Liebe Grüße nach Mormerland. Hier fliegt der Norden.
Ja, auch die Tara ist sehr verschmust, wie man anhand der folgenden Bilder gleich sehen kann. Diesen Monat haben wir überhaupt sehr viele schmusige Katzen, die mich ja immer nicht kennen, wenn ich dann in die Suite reingehe. Und das hat diesen Monat wirklich toll geklappt. Die Tara ist 10 Jahre alt, grau getigert und seit Juni bei uns im Tierheim. Da hatte die Halterin finanzielle Probleme. Genau. Und die Tara ist eine Einzelkatze und sie möchte auf jeden Fall gerne wieder Freilauf bekommen. Das kennt sie und das fordert sie auch ein. Sie ist eine kleine Prinzessin. Ja, darf sie aber auch, denn sie ist wirklich sehr anhänglich und verschmust. Aber sie möchte halt auch gerne mal ihre Ruhe haben. Ne? Und ja, wenn Tara etwas nicht will, dann will sie es halt einfach auch nicht. Und das muss man dann akzeptieren. Ja. Wir suchen für die Tara ein ruhiges Zuhause und keine Kinder. Nee, genau, sie ist der Mittelpunkt. Und ja, wenn man sie so nimmt, wie sie ist, dann gewinnt man wirklich so eine ganz charmante Freundin fürs Leben, kann man sagen. Ne? So, also die hat schon eine richtig... Hat ja schon einen Charme, so einen gewissen Charme, ein bisschen eigenwillig dabei. Die Tara wartet auf ein neues Zuhause, 10 Jahre alt, sofern Interesse. Lasst es uns bitte wissen. Die beiden letzten Katzen, die wir euch diesen Monat ans Herz legen wollen, sind die Kini und die Elaine. Die Kini ist schwarz, Elaine hat einen weißen Halsfleck. Mhm. Die beiden Damen sind beide am 1. Mai 2020 geboren. Und die wurden aus gesundheitlichen Gründen des Halters bei uns abgegeben. Genau. Und sie sollen auf jeden Fall zusammenbleiben. Sie sind halt beides Schwestern und sie hängen sehr aneinander. Und ihnen reicht die Wohnungshaltung mit abgesicherten Balkon. Wird ja immer oft gesucht, ne? Von daher müsste das bei den beiden ja klappen. Die beiden sind anfangs etwas schüchtern und unsicher, lassen sich zwar bestechen, aber ja, so kuscheln, nee. Brauchen auf jeden Fall eine längere Eingewöhnungszeit. Genau. Also man kann eigentlich so zusammenfassen, die brauchen wirklich so Ruhe, Zeit und Geduld. Sie möchten eben keinen Trubel haben, deswegen sollten auch keine Kinder im Haushalt sein. Die sind eben doch am Anfang recht überfordert mit neuen Situationen und deswegen, das war denen auch ein bisschen gruselig mit der Kamera und dann kommt so ein großer Mann daher. Na, das, nee, dann erstmal nicht. Aber bei Vertrauen, bei ihren Tierpflegern sind sie dann schon wirklich zuckersüß und echt bezaubernd. Genau. Den muss man halt Zeit lassen. Genau. Und der Kollege sagte auch im Grunde genommen sind das zauberhafte Katzen und verschmust, wenn sie ihre Zeit bekommen. Genau. Ne? So also muss das sein. Man muss ihr Herz halt erobern. Die Kini oder Kaini, was sagst du, Kini, Kaini? Ich würde Kaini sagen. Kaini, Kini. Kaini und Elaine. Schöne Namen. Für die beiden sind ja nun gerade etwas über ein Jahr alt. Ja. Ja, und auch die werden. Wir haben tolle Katzen diesen Monat, ältere wie jüngere, aber oft auch in dieser Kombination Wohnung und Balkon. Von daher bin ich gespannt, ob viele neues Zuhause finden. Auch bei den beiden setzt euch mit uns in Verbindung. Vielleicht klappt es dann ja. Und da wir schon am Ende sind, nun noch für die Zuschauer, die uns auf H1 sehen, den Hinweis: am 22.10., den Freitag, ab 20.15 Uhr gibt es eine neue Katzenvermittlung. Ja, das Wetter hat mitgespielt. Ja? Wir haben tolle Katzen euch vorgestellt. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Sofern nicht das Passende dabei ist, vielleicht ja nächsten Monat. Und wir verabschieden uns. Bis dann. Tschüss.